So, und hallo Leute, willkommen auf meinem Channel Chupacabra LP. Ich bin so wieder der Chupacabra und heute machen wir wieder Emperor. Jupp, Emperor. Sind wir im letzten Part? Ja, dann mache ich mal wieder weiter. Ja, haben wir noch Kaiser, Queens, große Mauer und große Erdmauer, muss ja richtig werden, also, ja. Machen wir das mal. Bevor die noch weiter unglücklicher werden, so gebe ich denen noch ein paar mehr Holzstapel. Da wir genug Holzstapel haben, ja, sehen wir aus, ja, gut, und dann haben wir eigentlich schon genug für die Zimmerleute. So, nehmen wir jetzt bekloppt aus, aber egal. So, dann, sehen wir mal uns, ups, so, 1, 2, 3, und dann brauchen wir davon noch eins und dann machen wir das zu und dann ist es fertig. Und da brauchen wir dann, wie ist das, da brauchen wir dann, das gehen wir hier hin und dann werden die Steuern eingenommen. Yep, so geht das. So, und was brauchen wir noch? Ja, da steht zur Werkstatt, sonst haben wir eigentlich nichts mehr. Braucht jemand Eisen? Was braucht ihr alles? Kauftreiber brauche ich nicht, habe ich nicht. Da. Xianyang. Xianyang, da haben wir das. Da haben wir das schöne Xianyang. So. Sehr schön. Dann. Ja, wir verkaufen. Verkaufen wir mal da unser Stahl. Ups. Hoffentlich greift uns einer an, ne? Vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. So. Sonst, was brauchen wir noch alles? Wir haben. Das könnten wir doch irgendwo noch einbauen. Hier so, ne? So. Konfuzius sagt, wer das Alte no. ehrt und neu. Was? Gelehrte bringen den jungen Adligen hier die Analekte des Konfuzius bei. Okay, ach so, ja. Ach, egal. Dann bauen wir es einfach dort auch hin. Weil ich werde diese großen Häuser nicht bauen. Die bringen mir irgendwie nichts. Also Arbeiter habe ich auch noch genug. Dann machen wir die Geschwindigkeit höher und dann warten wir einfach nur, bis die Steinmauer fertig ist. Bis die Leute das endlich mal fertig gerafft haben, das fertig zu bauen. Oh, wie schön ist das. besser Produktionsertrag. Salzminen, genau. Und Feldfrüchte. Hier, sehr gut. Wenigstens. So. Die habe ich dann auch noch, lol. Okay. Lackware. Haben wir hier so viel geschenkt bekommen. Ja. Sind gleich fertig. Ein Monat zuvor und dann wieder die andere Lackware für den unglücklichen Lappen. So, ich glaube 4 Zimmerleute brauchen wir nur noch. Wo denn? Da oben, okay. Lauf, Leute, lauf! Ja, genau. Jemand will mich angreifen. Jemand will mich angreifen. Warum greifen die mal andere Leute an? Was habe ich euch getan? Nichts, so nie. Ich habe mich nie was getan und die greift mich alle an. Jetzt alle Lappen. So. Ja, muss man nicht machen. Null Arbeiter nötig. Ich könnte den einfach doch Zoll zahlen. So. Warte. Dann machen wir die Geschwindigkeit mal ein bisschen runter. So. Passt. So, und dann machen wir hier eins hin, hier noch eins hin und fertig. Dann schließen wir die mal, damit wir genug Arbeit haben. So, und los geht's. Dann ladet ihr mal die Erde auf. Ha! 5 Monate vergangen. Holz. Ich verkaufe zu viel Eisen.
2 Eisen reichen, so. Oder gar kein Eisen, gar kein Eisen. Das wäre gut. Das wäre ganz gut. Ich verkaufe kein Eisen mehr. Ist abgelaufen. Mit meinen 3 Pferden hier, was kann ich da ausrichten, oder? Und den kann ich auch noch nicht so schnell holen, oder? Fröhlich. Schmiergeld 2000? Oh. Okay, obwohl jetzt gerade ein Ahne gekommen wäre, aber egal, dann nicht. Dann eben nicht. Lol. Gesundheit ist hervorragend und verbessert sich. Okay. Lol, die Pferde hätten das eigentlich rumgerissen. Wirklich. Die Pferde hätten das eigentlich rumgerissen. Aber egal. Verkaufe ich mal irgendwas. Kauft jemand Holz? Achso, nein, das brauche ich. Dann brauche ich dann gleich wieder nicht. Für alle Karren und so. Es ist schon bei 6 Minuten. Lol, wie schnell das geht. Aber unsere Stadt geht es immer noch ganz gut. Wir haben noch genug Geld für alle. Lol, wie die Leute ausziehen. Die Häuser entwickeln sich bald wieder zurück. Da habe ich dann immer noch 8 Arbeitslose. Also. Ist wurscht. So. Zufrieden haben wir noch was. Schenke ich dir mal ein bisschen Hand. Oh, freut mich. Ja, habe ich alles verweigert. Oh, noch mehr Hand. LOL, Alter. Ist gleich voll gegangen. Das gibt ja nicht. So 64 Hand haben wir. Jetzt losschicken, ja. Haben wir genug davon. So, und haben wir da noch verkauft. Waffen. Okay, Juan Xiander will Waffen haben. Wenn er mich nicht überfällt, dann irgendwann mal. So, machen wir das mal zu. Und warum haben wir so viel Arbeit? Ja. Du bist schlecht, weißt du das? So, verkaufe ich mal ein paar Waffen. Bier. So, naja. Fertig. Ein Arbeiter noch. 90 Stapel Holz. Wow. Ja. Zwei Monate vergangen. Da, Hanf. Wir brauchen so viel Stapel Holz. Das ist ja unglaublich. Warte, das reicht schon. Dann können wir das aufmachen. Ups. Oder warte, erhöhen wir einfach den Lohn so. Moment nicht. Eventuell ist die Quar. Was? Ist die Dings zu weit? Ach so, egal. So. Oh, Holzstammerstelle. So, noch einmal. Essen haben wir auch im Überfluss und sonst haben wir schon alles im Überfluss. Ich könnte denen mal was zu essen geben, ja. Beispiel 6 Soja-Quack, ne? Lol. Ich glaube, Weizen haben wir viel, oder? Schauen wir, können wir mal nachschauen? Oder, ja. Ah ja, so können wir nachschauen. Nichts annehmen außer Weizen. Und oh, ist gar nicht voll. Ah ja, wenigstens haben wir noch Weizen im Vorrat dann. So, ja. So, eigentlich ist eigentlich das Ziel erreicht eigentlich, oder? So, ja. Und dann. So, das Ziel ist eigentlich erreicht, oder? Sonst müssen wir eigentlich nicht mehr machen. Ja, da kauft noch die Waffen ein. Hier ja. Arbeitslose haben wir auch noch ein bisschen. Dann machen wir da noch und dann Region. Ah, sind nicht zufrieden. Sind zufrieden. Ja. Ah, Hanf ist nicht mehr so viel da.
Aber wird wieder zu. Oh, so. An. Wieder mal. So. Right. Ein Zimmer, Leute. So. Und fertig, was? Ah. Weil, wo braucht man noch ein Zimmer, Mann? Ah, 90 Arbeiter. Und schließen, und schließen, und schließen. Aufmachen, und los geht's. Boom. So viele Ladungen Erde, und dann geht das immer so weiter und 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 weiter. Ins Unendliche. Weiter. Und ich gebe den Ahnen immer wieder was. Immer zufrieden sind. Ich gebe denen immer Hand, dann sind sie immer so happy drauf, ne? So. Dann sind die Leute immer so happy drauf. Keine Ahnung warum, aber ja. Dann sind sie erfreut, ja. Ja, 22 Ladungen Erde. Wie die Mauer dann einfach nur gut aussieht. Ein paar Mal, ne? Hier sieht die Mauer schon langsam gut aus. Aber die Mauer besteht eigentlich nur aus Erde, ne? Ja, weg geht's, Alter. So, zufrieden. Hanf. Oh, haben wir nicht mal so viel Hanf, oder? Nein, aber. Oh, Leute, so, das sind die Dingsarbeiter. Hä? So. Aber jetzt haben wir auch nicht mehr so viel. Achso, es kommt jetzt gerade erst. Okay. Ja, schön nochmal, geh weg. So, Hanf wird eh gerade wieder angebaut, also. So, Weizen haben wir, da werden wir dann auch noch genug haben. Die Stadt braucht. Nein, oder? Nein, sag nicht, das ist. Nein. Es geht ab mit dem Shit. Leute, wenn ich wieder zurückkommen, wenn der Ahnenschrein wieder funktioniert. Oh Gott. Das sind ja wieder so in Lappen wirklich. So. Zugang zu dem Ahnenschrein verloren. So. 6. 26 arbeitet immer noch. Nee. Das müssen die nicht machen. Achso, die müssen dann auch noch abstampeln. Ah, jetzt verstehe ich das. Geh weg. Schuh. So. Weizen, dann gebe ich dem ein bisschen Weizen mal. Dass wir den so viel produziert. Dann machen wir hier. Und hier machen wir mal was anderes. Zum Beispiel. Und da machen wir mal Weizenfeld hin. Und da machen wir mal ein Hirsefeld hin. Die kommen eh immer auf derselben Stelle, also. Ja, zufrieden, immer noch. Zufrieden. Dann gebe ich dir ein bisschen Hanf, dann bist du schon fröhlich. Ja, das sagen sie jetzt. So, jetzt muss ich nur noch wieder mal ändern. So, und los geht's. Es kommt immer dasselbe. Der freut es. Warte, ich gebe denen ein bisschen Keramik. Jetzt sind die auch erfreut. Begeistert sind sie. Ja, genau. Also, ob oder nee, ich erfülle das nicht. Kein Bock, Junge. Ich erfülle das nicht. Ja, das Einzige, was ich nur noch machen muss, ist die Ahnen zu vertreiben und die Mauer fertig zu bauen. Wir brauchen irgendwie viel mehr Holz, als wir jetzt gerade haben. Und naja, was kann man machen? Braucht extrem viel Holz. Ja, nicht. Dem werde ich nichts geben, oder warum fordern die überhaupt was von mir? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe sowas nicht. Warum die irgendwas von mir fordern? Ah, gleich haben wir es geschafft. Ui, ich habe es geschafft. Das ist die letzte Schicht.
Yes, zwei Zimmer Leute immer noch. Oh, zwei Monate schon vergangen. Dann gebe ich denen noch ein bisschen mehr an. So. Nein, 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 nein! Ich hätte immer. Ah, gut. Dann gebe ich dem noch Keramik, so. Da begeistert ist er jetzt. Und jetzt brauchen wir, jetzt kommt das andere wieder vom Monument dran. Mach das schon mal auf. Mal losgehen können. So. Und weiter geht's. Sojaquark, Alter. 5 Sojaquark. Da, Sojaquark nehme ich auch noch an. Ja, jetzt losschicken. Ja, siehst du. Hirse haben wir so wenig. Wir haben so wenig Hirse. Löschen wir das mal. Und geben da noch mal. Wir haben nicht so wenig Hirse. Wenig Weizen ist das. So, geht das. Ich bin kein Hund, Alter, was der sagt. So, dann war ja mehr Hand. So. Okay. Da unten braucht man noch mehr Ladung Erde und dann haben wir das eigentlich geschafft. Wir sind schon bis 16 Minuten. Komm, beeil dich, Spiel, beeil dich. Ich will das noch beenden. Bevor das anfängt. Beenden, anfängt, anfängt, beenden. Lol. Komm schon, komm schon. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Bau die Mauer, bau die Mauer. Zufrieden, ja, dann schluck noch ein bisschen Keramik. Dann freu dich dran. Und 4 Ladung Erde nehmen wir noch. Dann müssen die nur noch Blatt drücken und dann haben wir das schon geschafft, oder? Ja. Komm, 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 komm. Ja, schön, schön. Ja. Und jetzt müssen sie nur noch Blatt drücken und dann haben wir es geschafft. Ja, so gut. Ja, pfff. Die mickrige Armee, Alter. 4 Monaten. In 4 Monaten habe ich das schon längst gebaut, Alter. Jetzt bald. 15 Arbeiter nur noch. Komm, 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 komm. Hopp, 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 hopp. 2 Monate. Ich habe Jahre für dieses Projekt gebraucht. Ja, ist abgelaufen. Bobo, du hast alles abgelaufen. Wenn du schon was. So. Ah, lol, Alter, wie der nicht auf Keramik steht. Stadtverteidigung. What the? Wie schnell sind die? Warte kurz, warte kurz. So, geht das wieder? So, okay, geht schon wieder. Komm, 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 komm. Ich will mal meine Stadt verteidigen, als nur Schmiergeld zu geben, Alter. Die wollen die Tür anreißen. Zu nahen feindlichen Truppen, Alter. Die wissen, dass die Tür anreißen, damit sie durchkommen. Kommt schon, Pferde, lauf, 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 lauf. Die sind eh schon durch, warum müssen die noch die Türen rasten? Nein, mein Kung Fu. Frohlocken über einen Sieg bedeutet Freude am Töten. Freude Leute. Am Töten bedeutet Nichtachtung des eigenen Seins. Genau, so geht das, so geht das. Lauf, 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 lauf. Ich brauch die jetzt. Ja, warum will denn Ritter? Der ist so ein Siedelappen, Alter. Der hatte keinen Bock da. Den Dings zu reagieren muss. So, kämpfe ich mir mal. So. Ich will alles deffen. Achso, wir brauchen noch die Zimmer, Leute. So, mit ein paar Pferden da kann ich eine ganze Armee besiegen. So geht das. Und natürlich mit Huan-Di, Alter. Huan-Di ist der Best, Alter. The Best. Ich sag's dir. Der beste Held ever. So. Ah, schön. Ein paar sind schon abgestorben. Viele davon. Oh, sind die wohl weggerannt, die Lappen, oder? Ja. Dann geht's mal wieder zurück. Und Huan-Di, den geht's auch zurück.
Dann gibt es mal hier eine neue Straße und bauen eine Mauer. So. Und schon lebt jeder wieder normal. Tja, vielleicht geht das. So leicht hat man die Stadt also verteidigt. Holen wir die Geschwindigkeit wieder nach oben. Und ja, die Mauer ist fertig. Was kann man dazu sagen? Wir haben es geschafft. Ich werde das ein bisschen überziehen, aber ja, es wird auch nicht so schlimm sein. Ja, geh weg. Mich dürstet nach nichts. Diese Stadt ist besser als jede andere in China. Yay, yeah, dankeschön. Doch, zufrieden. Ah, 22. So. Gleich haben wir es geschafft. Haha. Ja, weiter geht's. Begeistert ist er. So, mehr Hanf zu ihm. Ja, fertig ist die Mauer. Ja, er ist eh schon fertig. Achso, 6 Ladungen Erde brauchen wir. So. Ne? Arbeitet mit Holz. Lol, in der Zimmermaskine arbeiten Menschen, die die Arbeit mit Holz lieben. Okay. Ah, hier werden noch die Türme gebaut. So, dass man eigentlich alles aus Holz und Erde machen kann. Hammer. Hammer, sag ich dazu. Jawohl, ihre Feinde heulen vor Wut, denn die großartige Mauer versperrt ihnen den Weg zum Herzen Chinas. Yes, Alter. Geschafft. Endlich ist die Mauer vollendet. Nicht zuletzt dank ihrer unermüdlichen Anstrengungen windet sich entlang der nördlichen Grenze des Reiches serpentinengleich eine unpassierbare Barriere. Wenn diese üblen Xiongnu-Reiter das nächste Mal hierher kommen, werden sie unsere Verteidigung nicht mehr so einfach durchdringen. In den letzten Jahren sind sie viel herumgekommen, o kaiserlicher Verwalter. Jetzt allerdings ist ihre Anwesenheit wieder in Xiangyang erforderlich. Während unser Kaiser Xiuangdi damit beschäftigt war, die Währung zu standardisieren und das Alphabet zu vereinfachen, grübelte er außerdem darüber nach, was ihn in der nächsten Welt wohl erwartet. Seine Suche nach dem Zaubertrank des ewigen Lebens war bisher noch nicht von Erfolg gekrönt. Er fürchtet den Tod und weiß, dass er gut vorbereitet sein muss, wenn er im Jenseits angemessen beschützt und unterstützt werden will. Für diese wichtigen Aufgaben werden nun ihre bescheidenen Dienste in Anspruch genommen. Um die Sicherheit des Kaisers in der nächsten Welt zu gewährleisten, muss eine riesige Grube gegraben und mit einer mächtigen Armee gefüllt werden. Jedes Mitglied dieser unterirdischen Armee besteht aus einem lebensgroßen Terrakotta-Abbild eines echten Soldaten unserer Streitkräfte. Damit es der Kaiser bequem hat, muss außerdem ein Grab ausgehoben und mit großen Mengen der feinsten Waren ausstaffiert werden. Das Grab wird dann mit einem herrlichen großen Tumulus bekrönt, der sich hoch über die Stadt erheben wird. Während der Bau an diesen Projekten voranschreitet, kann ein Besuch bei der verehrten Si Wang Mu vielleicht dabei helfen, den Baufortschritt zu beschleunigen. Okay, Si Wang Mu. Ne, wer soll das sein? Dankeschön. Warte kurz, ne? Si Wang Mu lebt in einem großartigen Jadepalast, baut magische Pfirsiche an, die alle 3000 Jahre reifen und ist die Quelle der Unsterblichkeit. Sie ist die höchste Göttin im taoistischen Pantheon und die Verkörperung des Yin. Wenn Xi Wan Mu in der Stadt aktiv ist, halbiert sie die Baukosten der Zimmermanns-, Maurer- und Keramiker-Gilden, der Jadeschnitzerei-Werkstätten und der ästhetischen Skulpturen. Außerdem kann sie eine Jadeschnitzerei-Werkstatt segnen und mit Rohjade füllen, Tiere für den Tiergarten fangen und die Bauzeit für Monumente reduzieren. Xi Wan Mu agiert als Priester-Fußgängerin.
Okay. Also sind wir hier, also arbeitslos haben wir genug. Wir müssen immer noch ein großer Tummel. Oh. Alter, wow. Geht das gerade ab? Wie viel ich schon für das gebraucht habe. Okay, naja, Leute, das war's mal von mir. Wir sehen uns dann im nächsten Mal. Tschüss.